Das ist heute ein ziemlich seltsamer Handelstag. Wir sehen die großen Tech-Aktien alle ziemlich deutlich im Minus und dennoch steigt der Nasdaq. Was ist da los? Das ist im Mindesten ungewöhnlich, seltsam. All das vor den wichtigen Ereignissen. Morgen die Inflationsdaten aus den USA, Fed-Sitzung am Mittwoch, EZB am Donnerstag, dann noch die Einzelhandelsumsätze und die Erzeugerpreise aus den USA. Dementsprechend sehr dünnes Volumen heute, bevor dann die wichtigen Ereignisse kommen, die nochmal die letzte wirklich knackige Handelswoche in diesem Jahr bringen dürften. Schauen wir uns dieses Muster mal an. Wir sehen eine Apple fast 2% im Plus. Allein das ist ja schon mal ein Riesenschwergewicht. Nvidia deutlich im Minus. Habe ich gesagt, im Plus, im Minus meine ich. Google im Minus, Meta über 3% im Minus, Amazon im Minus, Tesla im Minus, Microsoft im Minus. Wir sehen den SOX, also den Halbleiterindex, auf dem höchsten Stand seit 52 Wochen, obwohl die größte Aktie, die marktschwerste Aktie, nämlich Nvidia, deutlich im Minus ist. All das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Dazu kommt, die haben diese Magnificent Seven haben ungefähr 200 Milliarden Dollar heute an Marktkapitalisierung verloren. Gleichzeitig sehen wir, dass die Renditen steigen. Wir sehen, dass die Erwartung, dass die Fed die Zinsen senkt, etwas zurückgeschoben wurde, jetzt auf Mai 2024. Und wir sehen Bitcoin unter Druck, dass 5% gefallen ist. Das Plus ist nicht riesig, was wir hier sehen, aber unterschiedlich leichte positiv der heutige Handelstag. Gleichzeitig sehen wir den VIX relativ deutlich gestiegen mit 2,6%. Also irgendwie passt das Ganze nicht zusammen. Wir sind jetzt auf einem 52-Wochen-Hoch beim S&P 500, haben heute das Hoch aus dem Juli nochmal überbieten können, aber nur 6% der Aktien sind auf ihrem 52-Wochen-Hoch, also höchster Stand seit einem Jahr. Das ist schon sehr, sehr gering, sieht man selten, genauso wie S&P 500 ist 5% von seinem Allzeithoch entfernt, während weniger als ein Viertel wenigstens 10% von ihrem Allzeithoch entfernt sind, gemeint sind die Aktien. Also dieses Auseinanderdriften zwischen den Aktien eigentlich und dem Index, das wird heute kompensiert. Heute sehen wir, dass viele Aktien aufholen, aber die großen Schwergewichte eben verlieren. Und dennoch ist dieses Bild irgendwie ziemlich schief und es ist wahrscheinlich auch mitbedingt durch den Boom bei Optionen. Ich weise immer wieder darauf hin. Wir haben jetzt einen massiven Schub in diesem Jahr gehabt, nochmal, was die Optionen betrifft, und zwar 50% mehr Volumen. Hier sehen Sie das mal rechts in der Grafik, wie massiv das nach oben gegangen ist, und da entsteht Mechanik. Da kaufen Leute zum Beispiel Calls, die Dealer, diejenigen, die die Optionen an den Mann bringen, müssen sich dann abhedgen, und so entsteht eine Dynamik, eine Mechanik, die jetzt dazu führt, dass wir in vielerlei Hinsicht am Anschlag sind. Wir sind euphorische Marktstimmung, Put-Call-Ratio ganz unten und so weiter und so fort. Man kann es aufzählen, wie man will, aber wahrscheinlich antizipieren die Märkte morgen niedrigere Inflationsdaten aus den USA, aber man ist auch optimistisch gleich für das Jahr 2024. Ja, Deni sagt ja, wir könnten bis 6.000 Punkte im Jahr 2025 steigen und so weiter und so fort. Anleger rechnen mit neuem Allzeithoch. Der Stratege, der die Rallye antizipiert hat in diesem Jahr, sagt, wir müssten eigentlich nächstes Jahr auf 5.200 steigen. Goldman Sachs sagt, kauft den Dip, wenn die Fed oder wenn die Aktienmärkte einen Rücksetzer machen. Also man kann nicht sagen, dass wir hier ein bärisches Sentiment am Start hätten. Higher for longer, das ist die große Frage. Die Mindestdauer, dass die Fed die Zinsen nach der letzten Zinsanhebung gesenkt hat, war 5 Monate. Das haben wir jetzt schon mal geschafft. Also die Fed wird hier keinen Rekord brechen. Aber die Frage ist, wie wird man agieren, wenn morgen die Inflationsdaten niedriger reinkommen, was ja zu erwarten ist, dann aufgrund Ölpreis und solchen Geschichten. Was wird die Fed dann sagen können? Wie wird man sozusagen diese Euphorie der Märkte, die letztendlich wieder Inflation schafft, wie wird man das in den Griff bekommen? Jedenfalls sehen wir hier nochmal die Zinserwartungen.
Man erwartet also jetzt, dass so im Mai, Juni dann die Zinsen beginnen zu sinken. Und die Fed wird ja in dieser Woche auch die Dotplots veröffentlichen, also die Zinserwartungen der Fed-Mitglieder. Und die liegen komplett neben dem Markt. Wer hat also recht? Die Fed-Mitglieder, die müssten sich allesamt irren oder der Markt. Der müsste Recht behalten, das ist die große Frage. Hier sagen manche, naja, in der Regel hat der Markt Recht und die Fed folgt dann in der Regel, aber nicht letztes Jahr. Hier sehen wir mal, die Händler hatten oder wetten jetzt auf Zinssenkungen 2024. Für 2023 sind sie falsch gelegen. Die Notenbanken haben deutlich stärker die Zinsen angehoben, als die Märkte Ende 2022 erwartet hatten. Und das gilt im Prinzip für fast jede Notenbank dieser Welt. Also, wer wird da Recht bekommen? Die Fed hat noch ein Thema und das ist der Arbeitsmarkt. Wir hatten am Freitag die etwas besseren Arbeitsmarktdaten, aber wir haben vor allem eine geringe Arbeitslosigkeit. Wir sind auf 3,7% gefallen bei der Arbeitslosenquote. Das ist jetzt so einer der längsten Strecken, die drittlängste Strecke, wo in den USA die Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosenquote unter 4% ist, muss man sich mal vorstellen. Warum soll die Fed da die Zinsen senken, könnte man fragen. Okay, die Inflationserwartungen gehen zurück. Das hatten wir schon bei der Verbraucherstimmung Michigan Ende letzter Woche gesehen, als die Märkte dann eine Rallye zauberten. Hier sehen wir, ja, es geht ein bisschen zurück, gerade was die kurzfristige Inflationserwartung betrifft, weil einfach die Leute auf die Preistafeln bei den Tankstellen gucken und sehen, wow, Benzin ist günstiger geworden, also ist die Inflation niedriger, aber das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Rezessionssignale immer deutlicher werden. Heute die Meldung, der globale Handel dürfte um 5% im Vergleich zum Vorjahres oder zum Vorjahr gefallen sein. In den USA rechnen 50% aller Finanzchefs mit einer Rezession. 20% davon denken, erste Hälfte 2024, 30% denken in der zweiten Hälfte. Und wenn wir uns die verschiedenen Märkte mal anschauen, irgendwer liegt falsch. Öl relativ stark unter Druck, Rezessionssignal. Gold hält sich gut, Treasuries, also die Staatsanleihen, die sind jetzt wieder deutlich zurückgekommen, aber auch nicht so, dass man sagt, naja, da müsste eine Rezession bepreist sein. Jedenfalls sehen wir, dass der S&P 500 jetzt 6 Wochen am Stück gestiegen ist. Das gab es zuletzt, wenn ich das richtig sehe, 2019. Und das vor dem Hintergrund, dass normalerweise der S&P 500 sich relativ kongruent, relativ parallel verhält zu den Job Openings, also den JOLTS, die ja zuletzt deutlich zurückgegangen sind. Was ist da los? Mike Wilson sagt auch hier, schaut euch mal die Downward Earnings Revisions an, also praktisch die Senkung der Gewinnerwartungen, die jetzt im vierten Quartal passiert ist. Margin Compression, also die Unternehmen verdienen weniger Geld, die Margen sind nicht mehr so gut, die Löhne steigen. Gleichzeitig kann der Konsument diese hohen Preise nicht dauerhaft bezahlen. Jetzt sehen wir, Ölpreis ist ja, oder der Benzinpreis ist in den USA ja deutlich gestiegen. Jetzt sehen wir heute den zweitgrößten Abverkauf seit März bei Natural Gas, also bei Erdgas in den USA. Hohe Lagerbestände einerseits, auf der anderen Seite eben milder als angenommeneres Wetter. Milderes Wetter als angenommen. Und wir hatten ja jetzt am Wochenende Deflationsdaten aus China, sowohl die Verbraucherpreise als auch die Erzeugerpreise rückläufig. Und jedes Mal, wenn China in einer Deflation war, dann war die Welt in einer Rezession. Also was ist da los? Was wird da passieren? Das ist die große Frage. Wir haben heute dann noch eine Anleiheauktion gesehen oder werden noch einige Anleiheauktionen sehen. Dazu gleich mehr, aber insgesamt sehen wir, was die Amerikaner hier praktisch an Staatsanleihen emittieren. Das passt auf keine Kuhhaut mehr. Um 19 Uhr, wenn Sie das Video sehen, ist das schon passiert. Eine Anleiheauktion einer 10-jährigen Anleihe. Bereits gesehen haben wir um 17.30 Uhr eine sehr hässliche 3-jährige Anleihe-Emission, wo die sogenannten Indirects, das sind die ausländischen Käufer dieser Staatsanleihen, nur 52,1% ausgemacht haben. Das ist miserabel, das ist der geringste Stand seit Juni 2022. Das heißt, die Nachfrage der Ausländer war so gering wie seit 1,5 Jahren nicht mehr. Wie gesagt, die 10-jährige Anleiheauktion heute 19 Uhr und morgen 19 Uhr dann die 30-jährige, die zuletzt ja so schief gegangen war, als die Märkte kurzfristig ein bisschen perplex waren. Dann kommen wir zur Eurozone. Deutschland dürfte die
Eurozone insgesamt in eine Rezession drängen, weil eben wir eine genialische Regierung haben, die genau weiß, wie man die Wirtschaft gegen die Wand fährt. Und auch die EU ist sicherlich derzeit in einer Spitzenbesetzung mit Frau von der Leyen. Jetzt gibt es Gerüchte, dass Mario Draghi neuer EU-Kommissionspräsident werden soll und Uschi von der Leyen dann zur NATO wechselt. Also wenn das der Fall ist, ne, dann wissen wir, die NATO ist tot. Ne? Da braucht es gar keinen Trump mehr, da haben wir schon die Uschi. Dann machen wir dann gleich, wie mein Kollege vorschlägt, Ralf Stegner von der SPD, sehr linker, sehr linkes Parteimitglied der SPD, machen wir zum Bundesbankchef, Marcello Fracellino zum EZB-Präsidenten und Finanzministerin wird Ulrike Herrmann, dann wäre das Horrorkabinett wirklich dann auch vollständig. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Gold ist wieder unter die 2000er-Marke gefallen. Aber jetzt kommen natürlich die großen Ereignisse. Wie wird es da weitergehen? Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, das ist das, was uns die Rohstoffe verraten, über das, was kommt wirtschaftlich, nämlich eine Rezession. Warum steigen die Rohstoffe nicht? Warum sind die so schwach, wenn die Wall Street doch irgendwie an ein Soft Landing glaubt, bei gleichzeitig stark sinkenden Zinsen? Passt irgendwie alles nicht zusammen, so wie heute die Schwäche der Big Tech-Werte und dennoch einen steigenden Nasdaq. Mal sehen, wie sich das Ganze auflöst. Ich wünsche jetzt erstmal alles Gute. Servus, ciao.